Kapitel 4. Paris. And this was it. Paris. I stepped out of the downpour into Flamel's hutch just in time. What followed was some kind of meteorological insanity. Hurricane Herbert baffled weathermen and struck anywhere in the world without warning. That was far from my biggest concern, though. You see, during the long cab ride from the airport, I'd taken some liberties with my walk dogs, what with the kind of march a gumshoe puts them through. Bumbled up in explaining to the obnoxious cabbie in my very approximate French that, no, I didn't want a detour to gawk the big old oil rig they planted downtown. Fate sucker punched me right in the gut. I, left my shoes in the cab. Stadt der Blitze, Ankunft in Paris. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Ja, dann schauen wir mal. Hier haben wir nichts. Achso, ja, ich kann ja jetzt die Tasten drücken. Ha! Moment, da unten ist ein Angelhaken. Ach! Wo ist der Haken? Ausgerechnet hier. Okay. Kann ich eigentlich... Picked up this fishing hook. Don't ask me why. I'm not sure either. Aber man kann das dann nicht mit dieser Kraft untersuchen, oder wie? Das ist ja doof. Hätte ich das vorher gewusst. I'm not getting anything. Ja gut, dann nehmen wir den mit. This might prove useful at some point. Nicolas Flamel. It's a flyer what bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Napsville. Population Z's. Ja. Ist das wieder irgend so ein Insiderwitz? A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmstead. Your penthouse quarters are ready, right this way. Olmstead, huh? Nice, familiar ring to it. It's an old, old portrait of, I guess, that Flamel fella. Achso, nee, nehmen kann ich es natürlich nicht. No resonance. Good evening. Good evening, monsieur. My name is Serge, and I'm the concierge here. How may I help you? It's, quite the weather we're having out there. Oh, yes. A freakster. They call it, the Herbert. Taking the entire world by, well, by storm. Huh, yeah. Paris is still beautiful in the storm, though. I wholeheartedly agree, monsieur. She's the prettiest, no matter the weather. I believe I have the right address. Rue de Montmorency, 51. I'm interested in an apartment. Everything is rented out, monsieur. I'm sorry. Everything? Well, yes, yes, everything. You seem to hesitate there. Is there maybe one you're holding on to for somebody? Monsieur is very inquisitive. Ich bin jetzt, um zu prüfen, ob die Leitungen undicht sind. Ich bin Bodenbelagsinspekteur. Meine Interessen sind wissenschaftlicher Natur. Ja. My interests are scientific in nature. I understand there's some historical significance to this building. You are correct. Sir Nicolas Flamel, the famed alchemist, lived here for a while. On the top floor. May I see that apartment? I'm afraid not, sir. As you well guessed, it is being held on to. Held on to, huh? Any chance it's a mysterious person interested in stabilizing volatile elements and such? Monsieur is very inquisitive. Does the name Olmstead ring a bell, Mr. Serge? I do not know who you are or what are you seeking, but this conversation ends now. I have some soup on the stove and I must tend to it. Au revoir.
Okay, lass mich gerne alleine. Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on that dinner. Allez! Wow. Must be the missus. No thanks. She's taken. And I got Cornelia. Er hat seine Pflanze. That's a lot of book right there. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's indecipherable. That's the concierge's prerogative. Mr. Watson, come here. I want to see you. Been a while since I've seen one of these. I don't think I'm getting any calls here. Oh, vielleicht. Flur zur Küche. Okay, haben wir denn sonst ja Dunkelheit? Okay. Nothing that way. Hello, darkness, my old friend. Nah, that's not the right direction. Okay. Hic habitat flemilus. That did not help. I'm sorry, I can't read ancientish. No use for this troglodyte. Glocke, Treppe. Ja, Treppe können wir jetzt mal probieren, ne? Get nothing here. A reddish corridor of old portraits and domestic odors. Nah, it's private. This way! So good to have you again! That's gotta be my destination, but I don't exactly know where I'm going. Ja, dann geh doch einfach da hoch. I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Ist das jetzt dein Ernst? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem reden, weil wir haben ja jetzt schon alles mit allem gemacht. I think we got off on the wrong foot, Monsieur Serge. Makes no difference. I cannot show you the apartment, and that is final. I find your reticence suspicious. My reticence is born of loyalty and respect. Loyalty to whom, Mr. Olmstev? Oh, your inquisitiveness grows tiresome. I have things to do. Now, if you'll excuse me, please let yourself out. Alter. Ah, it's you again. Look, monsieur, I have a wife on the stove and a soup in the... the other way around. My point is, I'm a busy man. Es gibt wichtigere Dinge als Suppe, genau. I just wanted to come clean. It's Olmstead who sent me. I was just testing you before. Oh, really? I never saw him with anyone else before, let alone sending someone. Allow me to remain suspicious as to your truthfulness. The fact that you know his name does not mean you represent him or even his friend. You have the right to your opinion. And the right to ignore your apartment visiting insistences. I'm here for the thing Mr. Olmstead left behind. I'm sure I can find a way to convince you that I'm his representative. Fine, I'll play along. Let me think. Something that only he and I would know. All right. Could you perhaps tell me, Mr. Ketype? Mr. Ketype, do you know what his nickname for me was? That only he and I knew?
And if you tell me that, I'm fully convinced he really did send you and hand you the key to Flamel's room. Sein Spitzname für ihn. Ich habe aber doch schon alles. Ja gut, oder ich kann vielleicht was Neues mit der Macht machen. Sergio Leone? Not even closer. Gramps? Not by a long shot. Stretch? No. Flamel's what? Room. Rome? Room! Oh, you are insufferable. I don't recall right now. I'm sure it'll come to me. Why am I not surprised? Anything else, monsieur? Not for now, I guess. Adieu. Das heißt, ich muss alles nochmal mit der Macht durchgehen, nehme ich an. This way. So good to have you again. A beautiful depiction of Flamel in Dignischer Olmstev. Your penthouse quarters are ready, right this way. Olmstev, huh? Nice, familiar ring to it. Yeah, hatten wir alles schon. It's a flyer what bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Napsville. Yeah, das hatten wir auch. Picked up this fishing hook. Don't ask me why. I'm not sure either. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Achso, das war... Search ist vielleicht ein Griesgramm, aber er taucht immer auf, wenn ich klingle. Irgendwie grausam, aber auch lustig. Das vielleicht was damit zu tun? Hic, habitat, Flamilus. That did not help. No resonance. Ja, ich hoffe ja darauf, dass da mal eine neue Resonanz kommt. Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on that dinner, alle! Oh, wow. Getting such a garbled mess, it's indecipherable. Das Problem ist halt, ich könnte mich wahrscheinlich hier so in die Dunkelheit stellen, oder auch nicht. Nothing that way. Sonst hätte ich jetzt gesagt, hätten wir ihn hier... Nah, that's not the right direction. ...beschatten können oder so. I've come to lurk in you again. Mr. Watson, come here. I want to see you. Ja, Mr. Watson, ist das eventuell... Hatten wir das nicht eben schon gehört? Ich bin mir nicht sicher. Einen Schlüssel kann man aber nicht. Get nothing here. Oh no, do you not have anything better to do with your time than torture me, Mr. K-Type? May I inquire about a book you have here? You may. It is our Flamel Memorial Guestbook. I have been keeping it for more than 30 years now. So it's one of those things you write your impressions in after visiting? You should be a detective. How can I give my impression on Flamel if you won't let me visit his rooms? I don't know. Doesn't this lobby elicit any historical enthusiasm in you? All right. I'd like to jot down my impressions of the place. I'm afraid I can't let you personally do that, but I will be happy to write down whatever it is you wish. All right. By the way, what a beautiful quill you've got there. Actually, it's a fountain pen, made to look like a quill. Is the feather real? A quite real Corvus Corax feather, yes. A fine present from someone very close to my heart. What shall I write?
I, Donald R. Katype. Yes? Ich würde gerne den Angelhaken irgendwie benutzen, um die Feder zu kriegen oder sowas. Knowing full well that this will go into recorded history. Yes. Hereby declare this this fine evening. Yes. That through no agency of mine. Bon Dieu, is there more? Plenty. I touched down in Paris as the storm grew in its hateful intensity. Yes. So I staggered through the rain-slick streets of the metropolis. In the name of all that is sacred, is there more? In these precipitous times, my efforts to abscond the true nature of my incursions into the obscure and forbidden. Monsieur, you'll have to excuse me. I will be right back. Je viens. Yeah. This is for you, Papillon. Yes. Oh, Monsieur Homestead, it's beautiful. You are too kind. As Mac Viper says, never touch another man's pen. Monsieur Serge seems to have forgotten his beloved pen there. I might have known it was you. What is it now? I remembered what Olmstead used to call you. It was Papillon. A convert boy in the face of evidence. You truly must be an envoy of my dear friend. I will give you the key to the apartment. Please reassure Monsieur Olmstead of my everlasting devotion and friendship. I'll be sure to do that. Thanks. Yes. What is it that endeared you so to Olmstead, Mr. Serge? He's, strange. I find it hard to put my finger on it. I just feel so loyal to him. Strange. I suppose it is a bit strange, but I'm an old man. Yeah, okay. Olmstein sends his regards. Olmstein? I mean Olmstead. Silly me. Thank you for delivering his message. How do you remember Olmstead? Oh, a very, very warm and likable gentleman. Yeah, but what of his appearance? Appearance? Funny. Now that you mention it, I'm having a hard time recollecting his visage. Strange. Yes, maybe. But I'm an old man, and my memory is foggy about a lot of things. Yeah, that would explain it. Is Flamel's, thing still up there? Is thing, Monsieur Katype? Oh, come on, Serge. I work for the man. You know, the stabilizing element he was after. I truly know nothing of what Monsieur Olmstead was researching up there. I figured he would keep you in the loop, no? It's complicated. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bother at all. Anything for Monsieur Olmstead. Du Schande. Okay. Dann schauen wir mal.
really old, really crooked armoire. A big vertical crack in it lets me know it's empty. Strange little pyramids of grayish blue dust. Ia Azothu. Ia Angaku. Ia Zi Nibo. Okay. Gesundheit. Nehmen wir davon was? Not gonna pick any of this stuff up. Who knows what it is? And does. Okay. Apari, the city of lights. More like lightning now. What a cacophony. Too many damned people. Bonsoir, Perry. So, ich dachte, der springt jetzt da durch. Okay. Of course there had to be a pentagram. Of course. Know this, seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Okay. Jetzt kann ich das Pentagramm... Was? 1, 2, 3? Hä? I, or the Roman numeral for one. Know this, seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Bücher, Größe... Ancient books, rotting away in this forsaken attic. Soll das eigentlich das Fenster von The Crow sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin das schon die ganze Zeit am Überlegen, weil er da ja auch rausgestoßen wurde, glaube ich. There's something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within. Das ist schön. These particular books had somehow survived. They seemed to be in alphabetical order. I was gonna have to make some kind of informed choice here. Choices, actually. Oh Gott. Oh. Kultur, Identification. Sollen es sein? Kann man das? Kann ja aber nichts machen, ne? Moment. Ach, in der Reihenfolge? Ach du Scheiße. Das ist nicht euer Ernst, oder? So kann ich das wieder löschen. Und in welcher Reihenfolge soll ich das sagen? Moment, was hatte der gesagt? War das hier? Ia Azothu. Ia Angaku. Ia Zi Nibo. Ia... Okay... Moment. Ich brauche hier erstmal eben was zum Schreiben. Dann muss ich mir das aufschreiben. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich das ist, ne? Ia Azothu. Ia Angaku. Ia Zi Nibo. Okay. Ja, nochmal. Ich kann nicht so schnell schreiben. Ia Azothu. Ia Angaku. Ia Zi Nibo. Okay. Genau, okay. Keine Ahnung, ob das jetzt das ist, was ich jetzt brauche. Ach, da hinten ist auch nochmal seltsamer Staub. Moment. Probably alchemical in nature. No time to look into it. Doch. Ia Azothu. Hä? Ia Angaku. Ia Zi. Okay.
Okay. Es ist der gleiche Staub. Ach du Schande. Nee, ich will das nicht nehmen. So, ja. Moment, verrottete Bücher, überlebende Bücher. Ich kann nichts mit diesen Wörtern anfangen. Das ist jetzt gerade mein Problem. Andererseits, das sind 4, 5. Das sind 5 Sachen. Ach, das ist irgendwas mit diesen Ia. Angarkuzi. Finem ist doch... Ich kenne das Wort irgendwie aus dem Lateinischen. Oh Gott, wie soll man das denn machen? Da muss ich doch... Moment, kann ich irgendwas in den Notizen vielleicht nachgucken? Das Mal des Jägers hat enthüllt, dass die Bücher etwas Großes an sich haben. Groß, ja. Pff. Was hat denn groß damit zu tun? Die überlebenden Bücher in der Bibliothek müssen mit dem Pentagramm in Verbindung stehen. Bei allen sind nur die ersten 5 Wörter unterstrichen. Das kann kein Zufall sein. Ja, toll, so viel war ich auch schon. So weit war ich auch schon. Sonst kann ich hier aber auch nichts anklicken, ne? Und ich kann das immer noch nicht... Know this, Seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Ordnung bedeutet Größe. There is something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within. Ordnung bedeutet Größe. Hier ist jedes Wort groß geschrieben. Waren die mit Größe vielleicht immer die ersten Wörter? Oder sind hier gar keine groß? Doch. Habe ich hier Wörter, die... Also, Ed ist auch groß geschrieben. Habe ich hier Wörter, die komplett groß geschrieben sind? Mein Katus ist ja zum Beispiel so ein Wort, aber... Das ist halt am Satzanfang, ne? Magnum könnte mit das, aber das ist halt zu viel. Ich meine, da sind ja zig Wörter groß geschrieben. Ex ist groß geschrieben. Ja, das war jetzt das, was ich hatte. Quod ist groß geschrieben. Also quasi in jedem davon ist was groß geschrieben. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nee. Außer, dass das hier übertragen wird. Hier kann ich auch nichts anklicken. Also Occidente wäre jetzt das, was, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt Anfang vom Satz und das hier ist jetzt mittendrin groß geschrieben. Aber... Occidente... Hat das was damit zu tun, dass das draußen groß geschrieben wird und hier auch groß geschrieben wird? Das hatte ich eben... Katus, glaube ich, ne? Katus ist hier aber nirgendwo drin. Polaris. Hier ist dann auch da drin kein Wort groß geschrieben von draußen. Das verstehe ich nicht.
verstehe ich jetzt überhaupt nicht gerade. Ibi Untum. Groß. Was meinen die mit groß? Kultur Est in Tenebris. Ikonis. Warte mal. Das hat jetzt nichts mit groß zu tun, aber mir fällt gerade was anderes auf. Eins, zwei, drei, vier. Aber dann hätten wir die fünf. Ach doch, fünf? Kann es das sein? Also, damit ihr das auch versteht. Ich hänge hier die ganze Zeit mit dem Kopf nach links gedreht. Ich verstehe nicht, was die meinen mit groß. Ich habe schon überlegt, ob das irgendwas mit dem Buchrücken zu tun hat, wie dreckig der ist oder was weiß ich was. Dabei ist mir jetzt aber gerade aufgefallen, dass wir von diesen römischen Zahlen, das war ja 1 bis 5, ne, mit dem Pentagramm. Ja, muss ja sein, hat ja 5 Ecken. Dass diese Striche, beziehungsweise hier bei 4 Strich und V und hier V, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Moment, dann wäre das die 1. Die Frage wäre dann nur, müsste ich dann auch das erste Wort nehmen, weil das sind, hat er gesagt, die erste Reihe ist unterstrichen oder die ersten 5 Wörter? Moment, kann ich mir das noch angucken mit... Nee, kann ich nicht, ne? Kann ich nur anklicken. Okay, also die 1. Ich behaupte mal, das müsste dann das erste Wort sein. Das wäre dann Katus. Und das ist dann Strich, Strich, also 2. Das wäre dann hier das zweite Wort. Das wäre dann Est. Keine Ahnung, ob das jetzt... Also Est als zweites Wort hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, weil wenn das jetzt wirklich Latein ist, ne, man sagt ja auch Nomen est omen, das kommt ja relativ am Anfang dann vor. So, das ist Strich, Strich, Strich. Das wäre dann das dritte. Ich weiß nicht, ob ich das anklicken muss. Das wäre dann Draconi. Catus est Draconi. Ich habe keine Ahnung, was... ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber Moment, wo ist jetzt Strich V? Das wäre dann die... waren wir jetzt bei der 4? Moment. Was habe ich gesagt? Catus est Draconi. Genau, dann sind wir jetzt bei 4. Ja, 4. 1, 2, 3, 4. Das wäre dann in... Kann das richtig sein? Ich habe absolut keine Ahnung. Das wäre dann 5. Ja, das sind aber immer 5 Wörter. Das ist auf jeden Fall, das würde passen. Catus est Draconi in finem. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Ich weiß es nicht. Das heißt, wir müssten dann hier unten anfangen. Catus. I had chosen the book starting with an I and the first word in the sentence. I was onto something. Hat es mir jetzt gerade bestätigt? Est. Draconi. Ja. In. Nee, oder? Finem. Yes. Ist aber auch heftig schwer. Das muss ich aber auch zugeben. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Also ganz ehrlich, wäre mir das nicht aufgefallen mit den Strichen sozusagen am Anfang? Ich wäre da gnadenlos bei verreckt. Ganz ehrlich. Behälter.
I'll be damned. That's gotta be what I'm looking for. The container of Constance, as it were. Huh. Flamulus necessarium est. Okay. Können wir aber nicht öffnen, oder? There's no apparent latch or handle, and it looks firmly locked. Still Paris. Still in the rain. What a cacophony. Too many damned people. Bonsoir, Paris. Ich meine, da wir hier im Point and Click sind, nehme ich wirklich alles mittlerweile, was ich klicken kann. There's a lot of junk in here. I'm not going through all of it. Gotta keep my eyes on the prize. Ja. No resonance. No need for it. Ist hier sonst nichts mehr? Paris? Oh. Also hier sehe ich keine Federn, sondern hier überall sehe ich Federn. Aber da kann man die nicht anklicken. Doch, hier unten kann man sie anklicken. Crow's feathers, scattered all around. What the heck? Corvus. Corvi. Corvinus. What? Hast du nicht verstanden? Corvus. Corvi. Corvinus. I don't really need him. Behälter Müll Paris. Mehr können wir nicht machen? It's a flyer with Bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Napsville. Population Z's. Federmüll Paris. Na, irgendwas. Just apply Flamel. Was? Nein! Hey, it worked! Dein Ernst? Ich war jetzt gerade verzweifelt, weil ich alles einfach irgendwo ausprobieren wollte. Das hatte jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich gedacht habe, dass das wirklich funktioniert. Huh, a solitary page. Looks like it was torn out of a book. Okay. Ecce stratera. All right, let's see what this says. Huh, interesting. I should tell Buzz about this right away. He'd better have a cell phone signal. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!